So, da bin ich wieder mit Mega Man 3. Ich habe jetzt ungefähr ein, zwei Stündchen Pause gehabt, weil ich habe gegessen, war mit dem Hund raus, dies und das, bla bla bla. Habe aber alles so stehen lassen. Mach einfach jetzt mal weiter. Ich will auch gar nicht viel reden, wenn... Ich hoffe mal, ich bin am Ende, also ziemlich am Ende vom Spiel. Wir machen weiter mit Sparkman Stage. Oh, ich bin so satt, Leute. Es gab Pelmeni, russische Spezialität. Quasi die russische Art von Tortellini, nur viel, viel geiler. Und ich war einfach nur... Oh, das war wie eine Offenbarung. So, erstmal die Steuerung wieder hinbekommen. Ja, das war natürlich nicht klug, direkt am Anfang. Ist das nicht geil? Ja, ich bleib einfach bei der Shadow Power, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ja. Da kann ich drauf, ja. Da kann ich drauf. Nee, brauche ich nicht. Okay, jetzt brauche ich's, aber... Nein. What? Okay. Oh. Okay, Leute, das wird... Aha. Nice. No. Wenn ich hier... Es dürfen nur keine Gegner kommen. Okay. Das haben wir auch natürlich glanzmeistert gemeistert. Glanzmeistert gemeistert. Ich... Also mein Deutsch fasziniert mich immer wieder. Welche Wörter ich erfinde? Oh, schon. Welche Wörter ich erfinde und alles. Das ist phänomenal. Okay, wen haben wir hier als erstes? Und zwar... Metal Man. Metal Man bekämpfen wir, versuchen wir mit der Shadow Power, die nicht sonderlich hilft. Spark auch nicht. Schlangen prallen überhaupt ab. Needle prallt auch ab. Magnet. Wow. Habe ich jetzt nicht gesehen. Doch, zieht ganz schön. Ja, der ist auch ziemlich leicht. Oh, kacke. Das war nicht gut. Und down. Wir rennen direkt weiter. Weil wir wollen ja keine Zeit verlieren. Und... Ah, oh, ich sehe schon, ich sterbe. Nein, doch nicht. Aber hier. Und... Oh. Yay. Plasma Power. Kunching, oh, Kanchong, Kantor, Kanting, Kantong, Kantang, Kantik, Kantik, Kantong, Hatik, Kitzong. Verzählt du Mega Man, der Power, Power, Bildchen, Kantik, Kau. Zink, Kantik, Plasma, Power, Kantik, Kau, Metall, Pumpe, Schrauben, Kitzing, Kantau. Ja, das war. Vergesst das einfach. Die letzten 10 Sekunden. Bitte erinnert euch nie wieder dran. Oh. Das ist ja ganz schön eng hier, ne? Aber wie wir alle wissen, ist eng ein dehnbarer Begriff. Ja, Lubu, du Drecksau. Wow. Hoppa. Da kommt der nächste Boss und wir sliden direkt rein. Kretsche ins Gesicht. Yay, Mega Man ist hier. Quick Man! I am Quick Man! Nein, I am in the fucking... Was sind das überhaupt für hässliche Roboter? Seht ihr das? Das... Oh, Hilfe! Gemini? Nee. Oh doch, der hilft! Schwule Laser. Ja. Ich nehme ein, weil... Ich eine nehme. Und Schlangen helfen auch. Sehr gut sogar. Wieso gab Snake Man nicht in Teil 2? Sehr schön. Na hopp. Hopp, hopp. Er braucht immer lange immer. All clear, save file, yes. Und da es gerade noch 5 Minuten sind, mache ich einfach weiter mit Gemini Man Stage. Weil das ging wirklich schnell.
So wie auch vorhin. Und hier, ja. Ohne lange Gelaber, ohne langes. Ohne lange. Ohne langes Gelaber, ne? Ohne. Was ist das? Okay, die Augen gibt's immer noch. Aber in einem wunderschönen Gelbton. Der persönlich mich nicht anspricht, aber. Das. Oh Gott! Die letzten 10 Sekunden sind nicht passiert, meine Damen und Herren. Bitte vergessen Sie alles, was Sie gesehen haben. Oh, das war mehr als peinlich. Na, was heißt peinlich? Also, es ist, denke ich mal, schon einigen passiert. Boah, ich trinke gerade nebenbei Cola und ich musste gerade aufstoßen. Und immer noch aufstoßen. Oh. Seid froh, dass es kein Geruchsinternet gibt. Leute. Habe ich mich jetzt damit unbeliebt gemacht? Oh mein Gott, die Lache. Oh, ich dachte, ich könnte rüberspringen. Aber Mega Man ist so ein schlechter Hochstabspringer. Stabhochspringer, so. Und immerhin aufgefüllt. Jetzt ja nicht treffen lassen. Protoman. Oh ja. Ja, super. Was ist denn da hinten? Okay. Werde ich... Ich glaube, diese Stage werde ich in zwei aufteilen. Also in zwei Parts. Weil ihr seht schon, ich habe... Gott, ey. Ich habe jetzt schon Probleme. Ich nehme einfach diesen wunderschönen... Den Stern des Nordens... Und er macht alles wunderbar. Ist er nicht geil? Ja. Wow. Damn. Leck mich fett. Runter diagonal kann er natürlich nicht schießen. Das ist sehr schade. Das konnte Metal Man. Ja. Ja, wow. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Lol. Ich sehe das... Oh Gott, ich Idiot, mach das noch. Ich kann keine Waffe wechseln, solange er unter Strom steht. Das ist das Blöde. Ja, ich glaube, wie vorhin schon angekündigt, werde ich den zweiten... Also werde ich... Oh Gott, ey. Werde ich das hier in 2 Parts machen. Weil, ja. Ich mache einfach vorm Boss nachher Schluss. So. So, ich mach's so. Oh Gott, ey, was lassen die? Die lassen sich selber fallen. Ist das quasi Selbstmord dann? So. Gleich geht's weiter mit dem ersten Boss. Und ich mache hier einfach mal Stopp. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Bis gleich.